Ja, guten Morgen in Kiel und draußen im Netz. In dem Vortrag über eGroupware und Datenmanagement in eGroupware möchte ich ein bisschen was erzählen über Daten erfassen, auswerten und so weiter, was man da mehr machen kann mit einer Groupware. Ich erzähle ein bisschen was über eGroupware und so ein bisschen drumherum. Deswegen fange ich mal an, dieses Smart Online Office, unseren Slogan zu erklären. Wir wollen eine Groupware, eine Office-Groupware entwickeln oder die haben wir entwickelt. Die soll erstmal smart sein, weil wir wollen Informationen verknüpfen, was auch Kernthema jetzt ist. Das Ganze in einer Webanwendung, also online auf allen Plattformen, Smartphones, Tablets und so weiter. Und unser Anspruch ist, ich sag mal, für die meisten Anwendungsfälle ein komplettes digitales Büro im Webbrowser zu bieten, zu schaffen und weiter zu verbessern. Kurz, ich komme von der eGroupware GmbH. Wir sitzen in Kaiserslautern mit Entwicklern etwas verstreut. Meine Wenigkeit wohnt auch nicht in Kaiserslautern. Wir entwickeln eGroupware, bieten selber eGroupware als SaaS-Lösung bei uns aus dem Rechenzentrum an. Man kann es on-premises installieren und wir bieten einige andere Dienstleistungen noch, sind Reseller für diverse Lizenzen, machen Anwendungsentwicklung, Organisationsberatung rund um eGroupware. Ja, die Themen von diesem Vortrag für heute sind, ich werde einen kurzen Überblick über eGroupware geben. Dann schauen wir uns mal so Szenarien an, die ich mir vorstellen kann, wo man Daten sammelt, auswertet, irgendwas damit macht. Es gibt ein paar Standardmöglichkeiten in eGroupware, die ich sofort im Zugriff habe, die ich sofort nutzen kann. Erweiterte Möglichkeiten, wo ich mit ein paar Handgriffen und ein klein wenig Administrationsaufwand die Möglichkeiten vergrößern kann. Ich kann eigene Anwendungen letztendlich entwickeln auf Basis und in eGroupware. Dann schauen wir uns mal eben an, ein bisschen was zu Datenbankzugriffen und Schnittstellen, die da geboten werden. Und dann, ich sag mal, hinten raus so das Auswerten und irgendwas mit den Daten machen, zum Beispiel eben in Office-Dokumente die Daten übertragen und ja, ich sag mal, Briefchen schreiben. Ganz kurz, im Business, was geht mehr? Es ist das alles ausbaubar. Also das geht so der Reihenfolge nach und hinten raus ist alles machbar, programmierbar, was immer man braucht an der Stelle. An den Folien hinten hängen noch einige Infos dran. Vielleicht haben wir Zeit für Fragen und Antworten und ich sag mal, live etwas zeigen oder besprechen, machen wir dann hier am Stand für die Leute, die hier auf der Veranstaltung sind. Ich will einen ganz kurzen Überblick über eGroupware geben. Das will ich jetzt nicht groß ausweiten, weil dafür gibt es genügend andere Vorträge. Also wir haben eine Groupware-Lösung, wir haben ein Mail-Modul, was ein Standard-IMAP-Mail-Client ist mit allerlei Funktionen, die man da so braucht. Kalender, Kontakte ist klar. Dann gibt es ein Modul, wo in anderen Systemen schon mal so Aufgaben oder sowas dran steht. Bei uns heißt das Infolog. Das ist ein Kunstwort. Da werden wir gleich tiefer eingehen. Und zwar kann man dort eben Aufgaben oder auch Notizen oder beliebige andere Informationen speichern. Deswegen hat das ein Kunstwort und nicht einfach nur banal Aufgaben oder Notizen. Haben natürlich auch einen Dateimanager drin, unterstützen File-Sharing. Wir haben einen Projektmanager drin, auch mit Gantt-Chart und allem, was man dafür braucht. Ein Ticketsystem haben wir integriert. Eine Zeiterfassung im Sinne von Stundenzettel und ich sag mal, etwas aufgebohrten Erfassungsmöglichkeiten, Ressourcenverwaltung. Im Bereich Wissensmanagement haben wir noch ein paar Module. Lesezeichen kann man dort speichern. Dann gibt es ein weiteres Modul, was in unserer Business-Variante angeboten wird. Das Kanban-Modul, das integriert sich voll in eGroupware. Und dann gibt es noch ein Modul, das heißt VideoTeach. Das benennen wir gerade um. Das hieß bisher Smallpart, jetzt heißt es VideoTeach. Das ist ein Modul für videogestütztes Lernen und Lehren. Dann haben wir verschiedene Dinge integriert, zum Beispiel eben Jitsi und BBB können wir integrieren dort. Das wird dort rein konfiguriert und wird dann einfach da drin genutzt im Kalender oder für direkte Calls. Wir haben integriert RocketChat als Chatsystem, Guacamole für Remote Desktop, für RDP, SSH, VNC. Also gerade so für den Homeoffice-Bereich wird das genutzt.
Administriert wird eGroupware im Regelfall über das UI, deswegen habe ich es auch als Modul hier drin. Da muss man also nicht sehr viel unter der Haube auf irgendwelchen Kommandozeilen rumtouren. Collabora Online haben wir integriert in den Dateimanager und so weiter. Da gehen wir gleich nochmal ein bisschen näher drauf ein. CTI haben wir ziemlich tief integriert, im Standard, aber ganz besonders halt auch in der Business-Variante. Geht richtig viel. Ja, und unten rechts in der Ecke der Hinweis, deine Anwendung, weil es hindert niemand einen daran, eigene Anwendungen auf Basis von eGroupware zu schaffen, was auch einige machen, die ihr Business mit eigenen Anwendungen abdecken und ich sag mal eGroupware als Basis nehmen. Gehen wir ganz zum Schluss auch noch mal kurz drauf ein. Nextcloud oder OwnCloud gar nicht, ne? Nein, wir machen ja eigenes, also die Frage war Nextcloud oder OwnCloud. Nö, warum? Weil wir haben einen Dateimanager, wir machen File-Sharing und wir integrieren eben ein Online-Office genauso. Und was sollen wir damit? Ja. So, zu eGroupware selber, ich will das nicht weiter ausführen. Insgesamt, es gibt darüber genügend Vorträge, zuletzt von den TUX-Tagen 2022 über eGroupware ganz allgemein. Von den TUX-Tagen 2020, da habe ich zwei Vorträge gemacht, einmal so eGroupware aus Anwendersicht und einmal so für Admins, so die beiden Perspektiven ein bisschen dargestellt. Und dann gibt es noch eine ganze Menge andere Vorträge, die haben wir bei uns im Forum mit begleitenden Dokumenten, Folien etc. bereitgestellt. Und auch diesen Foliensatz hier, den stelle ich hinterher bereit an verschiedenen Stellen, da kann man dann per Link sich da durchklicken. Und ich habe Flyer für eGroupware, Collabora Online etc. hier am Stand. Hier vorne auf dem Tisch habe ich auch noch Flyer über eGroupware und eigene Anwendungen, wer da vielleicht Interesse dran hat. So viel zu eGroupware erstmal selber als Anwendung. Ganz wichtig, eGroupware ist, ich sag mal, viel, viel mehr als eine Standardgroupware, die so ein MS-Klon, also ein Outlook-Exchange-Klon ist. Das beschränkt sich immer so auf den kleinsten gemeinsamen Nenner. eGroupware kann viel, viel mehr, so wie viele andere Alternativprodukte auch. Und deswegen muss ich immer sagen, das ist erstmal alles sehr, sehr mächtig, auch von den Möglichkeiten, von den Einstellmöglichkeiten und so weiter. Aber die ganz klare Message ist, man kann das, man muss das aber nicht machen. Ja, man kann vieles einfach wegblenden, rauskonfigurieren, was man gar nicht erst in der Oberfläche haben will. Und man kann Dinge einstellen, muss es aber nicht. Deswegen, man ist schnell erschlagen von den Möglichkeiten, aber da sollte man sich nicht abschrecken lassen. Man kann, muss aber nicht. So, ich habe mir mal so verschiedene Szenarien überlegt, warum und wieso wir heute hier über Datenverarbeitung in eGroupware sprechen. Da kann man natürlich mit einer Menge Fantasie rangehen. Ich denke mal, immer dann, wenn wir Daten erfassen, auswerten oder zum Beispiel dann letztendlich die erfassten Daten in Office-Dokumente exportieren, um dann zum Beispiel ein Angebot, einen Vertrag oder sonst irgendwas zu schreiben, dann kann man für die Datenerfassung und die Verarbeitung eGroupware ganz gut benutzen. Da, wo an Daten oder wo Daten und Dateien an bestehende Objekte wie zum Beispiel Kontakte und so weiter drangehängt werden, um dort Daten zu sammeln, Dokumente zu sammeln, E-Mails zu sammeln, das kann ich wunderbar in eGroupware machen. Ich kann überlegen, ob ich bisher im Unternehmen oder privat irgendwelche Tabellen habe, in einer Tabellenkalkulation, wo ich irgendwelche Daten sammle, um die dann zu filtern oder irgendwas damit zu machen. Oder wo ich eine kleine Datenbank, ich meine, in Unternehmen trifft man nach wie vor immer noch auf so Fälle, wo so eine kleine Access-Datenbank irgendwas macht. Da ist vieles auch hier abbildbar. Wenn ich Zahlen, Daten, Fakten sammle hier im System, kann ich die Sachen zum Beispiel in eine Tabellenkalkulation exportieren und dort was weiter mitmachen, grafisch ausarbeiten und so weiter. Weil eGroupware ist eben kein BI. Ja, aber das ergänzt sich ganz gut. Ja. So, und Szenarien, die ich zum Beispiel ganz gut kenne, ist ein Rechtsanwalt oder so eine Kinderfreizeiteinrichtung oder ein Unilabor. Die arbeiten alle mit eGroupware und erweitern die Standard-eGroupware mit ein paar Funktionalitäten und vor allen Dingen Datenfeldern, um dann hinten raus eben zum Beispiel Dokumente zu generieren oder in dieser Freizeiteinrichtung. Da können Eltern ihre Kinder zu bestimmten Freizeitaktivitäten anmelden und dann nach der Anmeldung klickt dann jemand drauf und dann geht die Bestätigung als Dokument, als E-Mail raus. Solche Sachen kann man damit wunderbar machen. Oder eine Ressourcenverwaltung in einem Unilabor. Da sind die Ressourcen dort drin verwaltet und da hängen dann eben auch
Dokumente dran, Anleitungen, Betriebsanleitungen, Garantiebelege und so weiter. Das einfach mal nur so als Gedankengang. Im Standard von eGroupware, also ohne dass wir irgendwas wirklich machen, können wir schon einige Sachen machen. Erstmal, wir haben eine ganze Menge Daten in eGroupware, wie zum Beispiel im Adressbuch, Kalender, Infolog, die wir dann ja schon verwenden können, wenn ich sie erstmal da drin habe. Dann habe ich zusätzlich halt noch ein Ticketsystem, eine Projektverwaltung. Da kann ich also im Regelfall auch je nach Aufgabenstellung schon eine ganze Menge Daten mehr erfassen als in dem Standard. Gerade zum Beispiel die Projektverwaltung so als Klammer für Aufgaben und Projekte. Oder das Ticketsystem, um dort Daten zu erfassen von aktiven Vorgängen zum Beispiel, die ich zum Beispiel auch gerade mit Kunden habe. Ich kann an die Objekte, also zum Beispiel einen Adressbucheintrag oder einen Kalendertermin oder eine Aufgabe, kann ich eben zum Beispiel Dateien dranhängen. Die kann ich entweder per Drag and Drop dranhängen mit einem Dialog oder eben auch über den Dateimanager per WebDAV, SMB, wie auch immer, kriege ich die Dateien da dran und habe die dann auch im Zugriff. Jedes Objekt, also zum Beispiel ein Adressbucheintrag, bekommt im Dateimanager ein eigenes Verzeichnis. Und darin werden diese Dateien abgelegt und somit komme ich auch über den Dateimanager da dran oder von extern per WebDAV. Also ich kann bequem in meinem Desktop eine WebDAV-Ressource einbinden in meinem Dateimanager und komme dann von dort aus auch dran. Und was ganz wichtig ist, die Datensätze sind untereinander verknüpfbar. Ich kann also einen Adressbucheintrag mit einem anderen Adressbucheintrag verknüpfen. Ich kann zum Beispiel eine Firma anlegen, Mitarbeiter von Firmen anlegen und die miteinander verknüpfen, wenn ich das nicht alleine durch den Firmennamen machen möchte. Das geht im Standard immer. Wichtig ist gerade mir auch das mit den Verknüpfungen. Also wenn ich jetzt hier zum Beispiel, da haben wir einen kleinen Screenshot von dem Kartenreiter Verknüpfungen in einem Adressbucheintrag. Und da habe ich mal so als Beispiel verschiedene Sachen verknüpft. Da werden Verknüpfungen manuell eingetragen oder teilweise eben auch automatisch. Wenn ich zum Beispiel mit diesem Kontakt einen Termin mache im Kalender, lade den ein, dann landet die Verknüpfung automatisch auch hier in dem Kontakt. Das heißt, ich kann in den Verknüpfungen sehen, den Termin, den ich mit dieser Person oder diesem Kontakt gemacht habe. Genauso, wenn ich einen Adressbucheintrag dem Kanban-Board hinzufüge, habe ich die Verlinkung hier direkt drin. Oder auch die Verlinkung von Kontakten untereinander sehe ich hier auch automatisiert. Da muss ich nichts extra machen. Und wenn ich auf diese Verlinkungen jetzt draufklicke, lande ich eben genau dort, wohin ich verlinkt habe. Das heißt also zum Beispiel im Kanban-Board, in der Aufgabe, im Projekt oder eben, wenn ich Dateien dranhänge, öffne ich halt gerade die Datei. Wobei bei den Dateien ist es so, ich weiß nicht, ob man es erkennen kann, die zwei PDFs, die ich da habe, das untere, das PDF ist drangehängt, das liegt also im Objekt selber. Und das darüber hat so einen kleinen Pfeil unten. Das ist also nur eine Verlinkung. Ich muss also nicht jede Datei in jeden Kontakt immer wieder physisch hinlegen, sondern kann die Sachen eben auch entsprechend verlinken. Und dort kann ich natürlich auch E-Mails dranhängen. Im Regelfall verknüpfen wir nicht in die E-Mail selber, weil wir IMAP-Server verwenden und nicht in der Datenbank mit den E-Mails arbeiten. Das heißt, ich mache aus einer E-Mail einen Infolog-Eintrag und hänge den da dran oder ich speichere als EML und hänge diese da dran. Und so kann ich an einem Kontakt, aber in jedem anderen Objekt, ob das ein Ticket ist oder ein Termin, genauso diese Verlinkungen, Verknüpfungen untereinander gestalten. Und das ist eben einfach da. Das kann man dann benutzen und fertig. So, wir sehen unten rechts in der Ecke, bin ich gerade mit der rechten Maustaste. Da ist ein Kontextmenü. Das zieht sich durch ganz eGroupware. Viele, viele Funktionen oder fast überwiegend bieten wir über das Kontextmenü, weil wir kriegen das halt nicht alles auf irgendwelche Buttons gelegt. Und ja. Nächste Stufe wäre, das nenne ich dann halt die erweiterten Möglichkeiten, benutzerdefinierte Felder. Wir können in allen Bereichen, außer E-Mail aus besagten Gründen, benutzerdefinierte Felder hinzufügen. Das kann Admin, das kann ein Benutzer, wenn er die Rechte hat, ist egal. Wir können also zum Beispiel zum Adressbucheintrag weitere benutzerdefinierte Felder anlegen, im Prinzip beliebig viele.
Das Ganze übers UI, das heißt also, ich klicke mir das am Bildschirm zurecht. Ich brauche über die Datenbank selber keine Kenntnisse, ich muss auf der Datenbank nichts machen, sondern ich mache das über das UI. Wenn ich das erste Feld angelegt habe, dann erscheint in dem Adressbucheintrag zum Beispiel ein weiterer Kartenreiter, der hat die Überschrift extra und da kommen dann die Felder eben entsprechend drunter. Diese Felder, die stelle ich ein pro Anwendung. Also die Felder stelle ich ein fürs Adressbuch, die Felder stelle ich ein fürs Ticketsystem und so weiter. Ich habe sehr, sehr viele verschiedene Feldtypen zur Verfügung. Textfelder, HTML-Links, E-Mail-Adressen, Passwortfeld, diverses, was ich da nutzen kann. Ich kann zum Beispiel eben auch mir ein HTML-Feld machen, wenn ich der Meinung bin, ich müsste irgendwie nach und nach was dokumentieren und brauche da HTML-Formatierung für, mache ich mir ein HTML-Feld, weil das Standardfeld für Notizen im Adressbuch zum Beispiel eben Text ist, weil wir wollen ja auch synchronisieren auf Mobilgeräte in Adressbücher oder sonst was. HTML bricht das Ganze. Deswegen, viele machen sich zum Beispiel ein Textfeld da rein mit HTML, damit sie dann schön bunt formatieren können, fett und unterstrichen und sonst was. Die Berechtigung pro Feld ist entsprechend einschränkbar auf Benutzer- und Gruppenebene. Ich kann ein Feld zu einem Pflichtfeld machen, damit es ausgefüllt werden muss. Länge, Reihenfolge oder auch für Aufzählungen die Optionen, die kann ich dahinterlegen. Was Pflichtfeld und Berechtigungen angeht, da gibt es in der Business-Version von eGroupware noch weitere Möglichkeiten für das Adressbuch. Ich kann sagen, dass bestimmte Benutzergruppen oder bestimmte Benutzer zum Beispiel bestimmte Felder nicht sehen oder sehen oder sonst was. Ich kann also im Adressbuch eine ganze Menge Daten erfassen, kann aber zum Beispiel dafür sorgen, dass in der Organisation bestimmte Benutzergruppen bestimmte Daten gar nicht erst sehen, die dann eben, ich sag mal, gerade so Richtung DSGVO fallen, damit die nicht jeder sieht. Hier können wir aber zumindest das Feld im Standard schon mal einschränkbar machen und auch zu einem Pflichtfeld machen. Ich kann aber auch zusätzlich zu diesen Feldern Verknüpfungsfelder zu anderen Datensätzen hinmachen. Ich kann also da ein weiteres Feld einfügen, wo ich zum Beispiel einen Adressbuchkontakt hinterlege. Somit kann ich zum Beispiel abtragen, dass eine Person, wo ich den Adressbucheintrag anlege, zum Beispiel Assistentin von irgendeiner anderen Person ist. Oder bei Firmen Kontaktdaten, die Firma hat Konzernzugehörigkeit zu einer anderen Firma. So kann ich die Sachen in Feldern auch direkt verknüpfen, um das dann hinterher ganz deutlich sichtbar zu machen. Ich nenne das Feld dann einfach Konzern und da nehme ich praktisch den Kontakt von dem Konzern und trage den dort ein. Dann hat man die Beziehung entsprechend fest in einem Feld. Ein paar Screenshots von der Oberfläche, es ist ein kleines Fenster, das öffne ich. Ich habe an der rechten Seite mal noch so eine kleine Übersicht über die Felder, die da gehen. Floating, Beschriftung, Auswahlbox, Radioknopf, Checkbox, da kann man sich beliebig was ausdenken, was man da macht. Das ist eben mal zusammenklickbar und dann steht das zur Verfügung und dann kann ich meine Daten da eintragen. Als weitere Möglichkeit, wo ich ein bisschen was tun muss, ist Informationstypen. Wir haben im Infolog und im Adressbuch die Möglichkeit, sogenannte Informationstypen anzulegen. Ich könnte das Ganze im Sinne von Klassifizierung, also wir können klassifizieren mit Kategorien, mit Feldern, Adressbuch oder welches Adressbuch ist das, wo diese Adresse drin liegt und so weiter. Aber ich kann auch eigene Typen anlegen. Pro Informationstyp kann ich eben eigene benutzerdefinierte Felder anlegen, im Infolog auch eigene Status, um zum Beispiel einen Workflow abzubilden. Und in der Business-Version kann ich auch besser unterstützt eben eigene Masken und Tabs erstellen. Also in der Business-Version bauen wir zum Beispiel für Kunden komplett eigene Masken fürs Adressbuch, so wie die das brauchen, auch mit zusätzlichen Funktionalitäten, Feldern, Button und so weiter. Das Ganze nochmal mit einem Screenshot versucht ein bisschen darzustellen. Im Standard werden im Infolog 3 Typen oder 4 Typen ausgeliefert. Anrufe, Aufgaben, E-Mail, Notiz. Jetzt kann man sich da beliebige dazu bauen, um dann bestimmte Informationstypen mit den entsprechenden Status und eigenen Feldern besser abbilden zu können. Weil ich will ja verschiedenste Informationen im Infolog abbilden.
Aber wenn ich so 3, 4, 5 Töpfe an Informationen habe, will ich die zum Beispiel die benutzerdefinierten Felder ja nicht immer alle komplett aufhaben, sondern ich will pro Information, die ich mir abtragen will oder pro Informationspool, nur die Felder, die ich dafür brauche. Vielleicht ist das ein bisschen transparenter im Adressbuch. Ich habe Kunden, ich habe Lieferanten, ich habe Dienstleister. Und da kann ich mir vorstellen, dass ich für diese Typen von Kontakten eigene Felder habe. Die möchte ich aber nicht alle untereinander für alle haben, sondern ich will für Kunden spezielle Felder haben, für Lieferanten spezielle Felder haben und was man sich sonst so ausdenken kann. Und da kann ich eben eigene Informationstypen und somit Masken und im Infolog auch Status schaffen. Ja. Gerade auch die Status, gibt dann nicht gestartet, in Arbeit, fertig. Da hat ja jeder so sein eigenes Ding, die eigene Reihenfolge, die andere Bezeichnung. Ich kann sowieso hier auch von dem Vokabular wählen, was ich möchte. Wir haben zum Beispiel einen Logistiker, der hat im Infolog verschiedene Infolog-Typen. Da heißt ein Infolog-Typ zum Beispiel Express National. Das ist ein Infolog-Typ mit bestimmten Feldern. Da ruft jetzt einer an und sagt, pass auf, ich brauche von München nach Erfurt eine Gitterbox. Express muss morgen früh da sein. Schickst einen kleinen Caddy, muss schnell darüber. Dann geht die Sachbearbeiterin bei dem Logistiker hin, hat diesen Menschen am Telefon, trägt eben so ein paar Daten ein. Der Kontakt ist eh da, kommt schon übers Telefon rein. Und dann hat die da unten zwei Button, das eine zum Ausdrucken und das andere zum E-Mail versenden. Also noch bevor der aufgelegt hat, kann die das Angebot per E-Mail raussenden. Und für diesen Typ Express National, die Felder, die sie braucht dafür, genau die stehen dann da drin und nur die. Und die haben ja ganz viele verschiedene Dienstleistungen mit verschiedenen Daten, die sie erfassen müssen. Und so bleibt das dann, und dann gehen die auch die Felder in der Reihenfolge gerade durch, die sie brauchen am Telefon. Ja. Ja, wie ich gerade schon sagte, Adressbuchtypen, Kunden, Lieferanten, Mitarbeiter, da kann man eben so klassifizieren und eigene Masken und eigene benutzerdefinierte Felder erfassen. Gerade auch zum Beispiel bei Mitarbeitern, da kommen Felder rein, die haben beim Lieferanten und Kunden nichts zu suchen. Ja. Workflows kann ich mit den Status eben zum Beispiel machen, indem ich da die Benennung entsprechend habe, die Reihenfolge und so weiter. Wir kombinieren das ganz gerne mit dem Kanban-Board. Das funktioniert ganz gut, um Workflows abzubilden, wie zum Beispiel Reiseantrag oder Urlaubsantrag und so weiter. Eine Idee zum Beispiel ist eben auch ein Reklamationsmanagement. Ich kann zum Beispiel, wenn ich Reklamationen verarbeite, ich habe Lieferantenreklamationen, ich habe Kundenreklamationen, da mache ich zwei Informationstypen. Kundenreklamation, Lieferantenreklamation. So, und da erfasse ich diese Felder, die ich da habe. Und dann kann ich Status auswählen, ich kann Leuten die Arbeit zuweisen, ich kann da heraus aber zum Beispiel auch Dokumente wie zum Beispiel ein 8D-Report im Automotive-Umfeld, ein typisches Dokument, generieren. Das sind mal so, schon mal so erste Ansätze für Ideen, was man damit machen kann. Dann kann man noch weiter einen draufsetzen, indem man nämlich letztendlich eigene Anwendungen auf Basis von eGroupware in eGroupware erstellt. Und da haben wir wirklich ein paar Leute, die machen da was. Das ist schon echt mächtig, aber das sind Anwender, Entwickler, die letztendlich keine passende Business-Software für ihren Anwendungsfall finden oder eine Business-Software für ihren Anwendungsfall, eine Branchensoftware, einfach viel zu teuer ist, mit nichts zu kombinieren ist, und so packen die das einfach in die Groupware mit rein. Wie gesagt, auf Basis von eGroupware kann entwickelt werden, genauso wie wir das ja letztendlich auch machen. Ich nutze dann aber in eGroupware die ganze vorhandene Technik mit, das ist Benutzerverwaltung, Dokumente generieren, die Dateiablage, den Mailversand, Integration in die anderen Module. All das, was da ist, kann ich ja mitnutzen und muss das Rad da nicht neu erfinden. Als weiteres kann ich aber auch bestehende Webanwendungen als iFrame in eGroupware integrieren. Das machen wir zum Beispiel mit RocketChat oder mit Google Komole. Da gibt es so verschiedene Möglichkeiten. Da habe ich hier auf der Keylux 2020 auch mal einen Vortrag drüber gehalten. Da kann man sich das im Detail noch ein bisschen nachschauen. Dazu bieten wir ein paar Werkzeuge, erstmal um die Datenbanktabellen anzulegen. Da haben wir eigene eGroupware-Werkzeuge, das ist ganz easy, da muss ich dann nicht in der Datenbank selber das machen. Es gibt auf GitHub eine Example-App, die geht so
Kurs, also praktisch Schritt für Schritt das Ganze durch, wie man so eine Anwendung anlegt im einfachsten Fall. Wenn ich das gemacht habe, dann kann ich entweder auf meine On-Premises-Installation, aber auch bei uns im Rechenzentrum tatsächlich diese eigenen Anwendungen verwenden, weil wir binden die einfach ein. Man holt die sich per Pull von GitHub und bindet die bei sich ein, und das machen wir auch im SaaS-Betrieb mit Leuten. Da gibt es Leute, die entwickeln Anwendungen, zum Beispiel für Schulen, die bieten wir aber auf diese Weise auch in unserem Rechenzentrumsbetrieb an. Also auch das machen wir. Es gibt dazu einen Flyer über eigene Anwendungen entwickeln im Web, hier verlinkt oder eben auch dort auf dem Tisch. Zwei kleine Screenshots dazu. Links ist ein Kalender. Die sind einfach hingegangen und haben aus WebUntis, holen die sich als Import in eGroupware die Kalenderdaten. Das heißt, die Lehrer haben zum Beispiel ihre Stunden in ihrem eigenen Kalender. Was aber jetzt interessanter in dem Kontext des Vortrages ist, ist der zweite Screenshot rechts. Ich sag mal, ich habe eine Tabelle, ich habe Schüler, ich habe Klassen, Kurse und so weiter, und da trage ich Noten ein. Ich sammle dort Noten. Also im Kollegium sammelt man dort drin Noten für die einzelnen Schüler. Ja, und mit den Daten, die da drin sind, kann man sich vorstellen, was man damit macht. Man könnte ja zum Beispiel Zeugnisse drucken und so weiter. Ne? Ich erfasse dort Daten drin. In der eigenen Anwendung, das hat ein Lehrer geschrieben, das Ganze, und verarbeitet die Daten dann. Die verwalten ihre komplette Schule in eGroupware mit solchen Anwendungen. Ja? Natürlich gibt es da reichlich Fachsoftware, ja, aber ich sag mal, die können da gut mit leben, und mittlerweile setzen das auch noch ein paar Schulen mehr ein. Richtig pfiffig, das Ganze. Das ist jetzt ein Beispiel von jemandem, der hat, ich glaube, 15 eigene Anwendungen da drin. Der hat ein Business, ein Beratungsgewerbe Richtung Steuern und Wirtschaftsförderung und sowas in der Richtung. Da gibt es keine passende Software für. Die meisten werden dann irgendwo da rumäxeln. Ja? Der baut sich die Sachen hier in eGroupware ein. Also der macht da richtig, richtig tolle Sachen. Und der generiert daraus auch seine Dokumente, seine Verträge, alles. Ja? Das mal nur so als Beispiel, dass man gerade auch so Datensatz runter Daten erfasst und irgendwas damit macht, irgendwelche Daten visualisiert mit bunten Farben und Zahlen und so weiter. Ja, kann ich auch in Calc oder Excel machen, aber es geht eben auch hier drin. Und das ist ja dann auch egal, wo man im Urlaub ist, man kann darauf zugreifen. So, da hätte ich also diverse Ideen, was man damit so machen kann. Audits zum Beispiel, Fragenkataloge abbilden, um dann Termine und Berichte abzubilden. Es gibt einen Franzosen, der hat sowas zum Beispiel in eGroupware programmiert. Veranstaltungsmanagement, wenn man es drauf anlegt, kann man eine Warenwirtschaft drin machen. Qualitätsmanagement, hatte ich schon gesagt, so Reklamationsverwaltung, das ist relativ einfach, das kann ich auch schon in den Standardanwendungen machen. Vertragsmanagement, so ein Recruiting-Workflow mit Aufgaben und Kanban und Kärtchen weiterschieben, das ist auch überhaupt kein Problem. Und ja, ich sag mal, das ist jedem seiner Fantasie überlassen, was man damit machen kann. Ja, kennt jetzt so ein bisschen im Groben, was man damit machen kann, und letztendlich gibt es da fast keine Grenzen. Ja. Aber ich sag mal, der Aufwand und die Hürde, die ist nicht so groß, als wenn ich jetzt irgendwo von Grund auf anfange, irgendwas zu programmieren. Ich wollte kurz auf den Datenbankzugriff und die Schnittstellen eingehen, weil wenn ich Daten erfasse, möchte ich auch irgendwie auf die Daten zugreifen, damit irgendwas mache. Wir haben uns schon ein paar Sachen angeguckt jetzt in eGroupware selber. Mich hindert das aber natürlich nicht daran, an die Datenbank selber ranzugehen. Wir setzen im Standard, bei einer Standardinstallation MariaDB ein. Wir machen auch Postgres, unterstützen wir. Aber im Prinzip, man kann ja immer da dran und auch mit den Daten etwas machen oder auch Daten reinschreiben, verändern oder sonst was. Das Ganze ist relativ überschaubar. Die Datenbanktabellen, ich habe jetzt hier eingekreist zum Beispiel für Infolog, das sind ganze drei Tabellen, die haben eine Relation eben entsprechend. Ich denke mal, wer da von extern an die Datenbank ran will und damit arbeiten will, auch mehr als nur auszulesen, der wird da schon ganz gut mit klarkommen. Das ist also nicht zu komplex. In der Standard-eGroupware-Installation, die wir so anbieten, containerisieren wir solche Sachen. Das heißt, da läuft normalerweise eine Datenbank in einem Container. Aber auch das ist kein Problem. Die Konfiguration von Docker, da ist eine kleine Konfigurationsänderung, dann kann ich genauso auf die Datenbank zugreifen, wie als wenn die auf dem Host oder sonst wo läuft.
Das sei nur erwähnt, weil das immer wieder die Frage ist. Also wir arbeiten ja ganz normal mit der Datenbank. Die Daten liegen vernünftig strukturiert, einfach strukturiert, relativ gut zu lesen, auch von den Datenbankfeldern drin. Und ich denke, da kann sich jeder ganz gut mit einarbeiten. Schnittstellen. Wir machen ein paar Sachen über Schnittstellen. Das ist jetzt nicht so super ausgebaut, aber ich sag mal, in den meisten Fällen kann man damit schon eine ganze Menge anfangen. Und ich sag mal, das ist auch Work in Progress. Da machen wir nach Kundenanforderungen eben nach und nach weiter. Wir haben eine REST-API für ein paar Sachen, zum Beispiel für die Modifikation von Adressbucheinträgen. Da geht zum Beispiel ein Kunde hin und hat ein übergeordnetes ERP-System und modifiziert direkt über REST-API zum Beispiel die Kontakte im System. Natürlich kann eGroupware auch CSV oder CardDAV oder sonst was importieren und aus dem ERP-System geht auch, die wollten das per REST-API machen, also geht das jetzt per REST-API. Grundsätzlich kann ich auch Dateien da dran hängen von extern. Das geht dann über so einen HTTP-Call, im Moment nicht über REST-API, aber auch das wird es geben. Das gleiche beim Kalender. Ich sag mal, da werden Termine auf Basis von Aufträgen generiert im ERP-System und die schieben diese Termine dann als Kalendereintrag hier rein. Für Gruppen, für Benutzer, wie auch immer. Dann haben die auch in ihrer Groupware-Lösung im Kalender tatsächlich Termine aus dem ERP-System drin. Und was da noch ganz wichtig war, und das finde ich eine recht schicke Sache und das wollen wir auch noch weiter ausbauen, Mails. Es ist also jetzt zum Beispiel möglich, aus einem weiteren System per REST-API Mail Compose anzustoßen. Das heißt also, bei dem Benutzer, der da im ERP-System hingeht und sagt, schick dem mal die Auftragsbestätigung, dann geht in eGroupware ein Mail-Verfassen-Fenster auf mit dem Kontakt, mit dem Betreff, mit dem Dokument da dran und dann kann er das rausschicken. Natürlich können die meisten ERP-Systeme auch direkt rausschicken, aber viele wollen eben auch am Bildschirm das nochmal sehen, vielleicht mal noch eine Zeile dazu schreiben. Deswegen hat man normalerweise auf dem Desktop halt irgendwie in den meisten Firmen so ein Outlook, was das dann macht. Ihr wisst das, mit den Web-Anwendungen ist das so eine Sache. Mit dem Mail verfassen und Dateien dranhängen in einem Web-Interface, das funktioniert eben normalerweise nicht und das ist auch gut so. Aus Sicherheitsgründen. Aber wir haben eine REST-API geschaffen, wo man dann aus einem Fremdsystem E-Mails generieren kann, dann kann ich die wegschicken und gut ist. Mit Dateianhang. Ja? Und weil es da auch noch Thema war, die haben in einem weiteren System die Urlaubsplanung. Da wird dann zum Beispiel die Abwesenheitsnotiz in Mail über das System automatisiert gesteuert. Also die Vacation kann ich darüber auch eben entsprechend steuern. Das sind so Sachen, das können Kunden dann gut gebrauchen, fordern das bei uns an und dann machen wir das da rein. Dazu gibt es eine Dokumentation auf GitHub, habe ich da gerade mal verlinkt. Dann haben wir von außen natürlich CalDAV, CardDAV, überhaupt DAV-Zugriff, da sind wir auch recht stark. Und darüber kann ich natürlich im Prinzip auch jederzeit mit den entsprechenden Berechtigungen natürlich Adressbucheinträge, Kalendereinträge generieren, verändern und so weiter. Ja, je nachdem, was da gefragt ist. Ja, das soweit auch zu den Schnittstellen. Das ist definitiv ausbaufähig und da werden wir auch noch einiges mehr machen, aber immer schön nach Anforderungen. Und ja, das kommt nicht nur aus dem Business-Bereich, auch aus der Community kommen da Anregungen. Und wenn es dann irgendwie geht, setzen wir das um. Es geht im Prinzip alles, ist nur immer nur die Frage, wann. Ganz wichtig jetzt noch in dem ganzen Kontext, weil ich irgendwann ja mal was mit den Daten und alles machen will. Ich kann, meistens gehe ich halt hin und generiere irgendwelche Dokumente oder schiebe die Daten in irgendeine Tabellenkalkulation, um dann zu filtern, zu visualisieren oder sonst irgendwas. So, das heißt also, wir können grundsätzlich hier aus eGroupware die Daten in Office-Dokumente schieben. Alle Datenfelder in eGroupware, auch die benutzerdefinierten, die ich selber angelegt habe, die stehen sofort als Variable bereit. Da muss ich auch bei den benutzerdefinierten Feldern nichts extra machen. Ich habe dann so eine Übersichtsseite, wo ich die ganzen Felder habe, kann ich die kopieren und da tauchen dann auch sofort die benutzerdefinierten Felder auf. Dann gibt es also einige Funktionen, sowas wie if then else, Seitenumbruch und so weiter, um dann zum Beispiel Briefchen zu generieren. Serienbriefe auch, wie auch immer. Ich kann also letztendlich Daten, die ich in eGroupware habe, erfasst habe oder wie auch immer, die da reinkommen,
zum Beispiel eben in den Tabellenkalkulationen oder eben auswerten, wie gesagt auch grafisch und so weiter. Dazu erstellt man letztendlich Vorlagen, die mit den Daten gefüllt werden. Diese Vorlagen, die liegen letztendlich im Dateimanager von eGroupware, in bestimmten Verzeichnissen oder in persönlichen Verzeichnissen, das kann man unterschiedlich einstellen, aber im Regelfall liegen zum Beispiel Dokumente oder auch E-Mails, die ich füllen möchte für den Adressbuchbereich in einem Unterordner Adressbuch. Da schmeiße ich die einfach rein, kann die mit Unterordnern noch strukturieren und dann stehen die mir in der Oberfläche zum Export zur Verfügung. Ich kann grundsätzlich damit arbeiten. Richtig schick wird das, wenn ich Collabora Online integriert habe, weil dann kann ich eben die Dokumente generieren, dann öffnen die sich in Collabora Online, dann kann ich sie per Mail verschicken, als PDF speichern oder was auch immer. Und ich kann auch im System halt die Vorlagen direkt da drin bearbeiten. Also wenn ich kein Collabora Online habe, kann ich natürlich jederzeit diese Vorlagen herunterladen, bearbeiten, wieder hochladen, per WebDAV oder in der Web-Oberfläche. Also grundsätzlich spricht da überhaupt nichts dagegen. Also mit Collabora Online arbeite ich alles im Browser, ohne Collabora Online mache ich die Vorlagen und bekomme die gefüllten Dokumente dann zum Download. So, das ist der einzige Unterschied. Ein kleiner Screenshot von der ganzen Übersichtsseite, zum Beispiel im Adressbuch, welche Felder zur Verfügung sind, das ist eben sehr groß. Ich habe nochmal einen größeren Ausschnitt und da sieht man dann eben auch, dass die benutzerdefinierten Felder direkt damit aufgeführt sind. Also das ist ein kleiner Ausschnitt aus meiner privaten eGroupware. Ich habe also im Adressbuch ein paar Felder zusätzlich drin, unter anderem eben zum Beispiel so Verlinkungen nach GitHub, LinkedIn und so weiter. Wenn ich da Kontakte habe, dann trage ich die Sachen da ganz gerne ein. Oder Matrix-Kontakt oder was auch immer. Und die stehen dann eben zur Verfügung. Man sieht dann in der ersten Spalte mit den geschweiften Klammern eben den Feldnamen und den kann man sich dann gegebenenfalls einfach kopieren und stellt das Ganze einfach in ein Dokument. Wir sehen das in dem unteren Screenshot, da ist zum Beispiel so ein Adressblock mit dem Namen, Straße, Land und so weiter. Und da oben die Kontaktfelder, die ich dann einfach darüber kopiert habe. Das Ganze in Collabora Online, da haben wir Button eingebaut extra, um Platzhalter einzufügen oder komplette Adressen einzufügen, weil Collabora Online erlaubt es eben uns von eGroupware Funktionen in Collabora Online unterzubringen. So, wenn ich da draufklicke, Platzhalter einfügen, dann öffnet sich ein Dialog, rechte Seite, da wähle ich dann meinetwegen das Adressbuch aus, den Kartenreiter, das Feld und dann kann ich dieses Feld einfügen oder die Daten aus dem Beispiel Datensatz. Das wird also, ich kann also mit Collabora Online meine Vorlagen ganz bequem am Webbrowser erstellen, bearbeiten, mal eben noch einen Zeilenumbruch reinmachen oder mal ein Leerzeichen. Dann kann ich das eben sofort ausprobieren. In eGroupware selber ist es so, ich selektiere zum Beispiel im Adressbuch einen Kontakt, rechte Maustaste, wähle das Dokument aus, wo ich die Daten reinhaben will und dann öffnet sich das Dokument in Collabora Online oder zum Download und dann habe ich das gefüllt. Ich kann natürlich mehrere Kontakte auch markieren und das damit machen oder mehrere Aufgaben oder sonst was. Je nach Vorlage wird dann eben was Passendes gemacht. Ich kann bei den Aufgaben oder im Ticketsystem natürlich auch viele Datensätze selektieren. Zum Beispiel auch, wenn ich selektiere auf den letzten Monat und mir die Stundenzettel aus dem letzten Monat von einem bestimmten Kunden habe, dann sage ich Steuerung A und dann rechte Maustaste und dann landen die in einem Dokument, das ist dann mein Stundennachweis für den Kunden zum Beispiel. Solche Sachen kann ich eben machen. Wenn ich das weitertreibe, mache ich da auch gerade eine Rechnung draus, weil der errechnet mir dann mit dem spezifischen Kundensatz von dem Kunden mal eben die Rechnung. Also soweit kann ich das treiben, gerade so bei Dienstleistungen, wo ich so Tickets anlege, Stundenzettel, ist das überhaupt kein Problem. Dazu gibt es natürlich auch noch einige Vorträge, gerade Collabora Online halte ich regelmäßig Vorträge. Und wer da weiter Interesse hat, schaut sich mal die Vorträge an. Ich habe noch zuletzt einen Update-Vortrag auf der Frostcon gehalten oder wir können uns auch hier am Stand das nochmal angucken. Ich habe das schon ein paar Mal angedeutet. Es gibt von eGroupware einmal eine Community-Version, aber eben auch eine Business-Version. Und da sind einige Funktionen mehr drin, die, ich sag mal, gerade im Business, wenn ich mein Geld damit verdiene, irgendwann wichtig werden können. Und die dann halt auch bei uns ein klein wenig Geld kosten. Das ist eine Subscription.
womit man dann ein bisschen mehr machen kann. Aber wenn man sein Business abbilden kann, denke ich mal, lohnt sich das wirklich. Gerade was Masken und Tabs angeht, Update sicher selber da reinzumachen, da haben wir was eingebaut, damit das funktioniert. Das ist in der CE-Version ein bisschen schwierig. Das Kanban-Board, ganz wichtig, gibt es in der Business-Version, nur in der Business-Version, und damit geht dann auch organisatorisch und gerade bei Abläufen, Workflows und so wirklich einiges. Da gibt es auch eine Übersicht drüber, was in der Professional, in der Business-Version noch zusätzlich drin ist, gibt es im Web auch zu schauen. Soweit eigentlich erstmal zum Thema selber. Ich habe hier an den Folien noch einiges an Informationen drangehängt, könnt ihr euch in Ruhe anschauen. Wichtig ist mir aber, das mal eben auszuprobieren. Wir haben ein Live-System zur Verfügung im Web, ist natürlich immer nur bedingt schön. Viel besser ist es, wenn ihr Interesse habt, da mal eine Weile drin rumzuflippern, Daten einzutragen und auch mal über Tage und Wochen was auszuprobieren, ohne dass das Live-System jede Nacht wieder alles platt macht. Bei uns ein 30-Tage-Testsystem, bei uns im Rechenzentrum. Wenn es dann länger dauert, reicht eine Mail, dann kann man das auch verlängern. Das wäre so die eine Sache. Oder die andere Sache ist, ich mache eine eigene Installation zu Hause in meinem Homelab oder sonst wo. Das ist auch schnell gemacht. Es gibt noch UCS-Installationen, sind da möglich. Ich kann Git-Installationen machen, ich kann das Ganze auf dem NAS, aber Favorit gerade zum Ausprobieren ist definitiv bei uns im Rechenzentrum. Dann ist alles fertig, lauffähig, mit E-Mail-Unterstützung und allem Zip und Zap. Das können wir dann immer so anbieten. Ja, noch ein paar Folien mit Informationslinks und so weiter, falls da noch Interesse dran ist. Aber wie gesagt, grundsätzlich zum Thema, wär's das für den Moment erstmal. Frage ist, ob jetzt hier im Raum noch irgendwelche Fragen sind. Wenige Minuten haben wir noch. So ganz spontan. Welche Lieblingsmagazin-Ausgabe gibt es im Testbericht? Von vor 2 Jahren, glaube ich. Im Linux-Magazin ist jetzt in der aktuellen Ausgabe nochmal ein Bericht über Groupware-Lösungen. Da sind wir jetzt nicht mit dabei, weil wir vor 2 Jahren dabei waren. Okay. Kann ich dir am Stand gleich eben sagen, welche Version das ist. Das zeigt hier selber auf den Beitrag bei mir. Ja, das ist eine Verlinkung, die zeigt aber letztendlich auf den Beitrag bei uns im Forum. Aber 9/2020? Wo ich das announced habe. Ja, 2020, September 2020, genau, guck mal. Ja, also ist schon 3 Jahre jetzt wieder her. Aber ich sag mal, das ist ein Testbericht, der kann immer nur einen kleinen Ausschnitt machen. Da waren dann 2, 3 Systeme und das ist wirklich nur haarscharf angerissen, gerade mal so ein Test. Das muss man natürlich sagen. Also da kriegst du wahrscheinlich mehr mit, wenn du mal eben den Flyer mal durchblätterst, den ich dir da hingelegt habe. Ja, auf jeden Fall mitzunehmen. Genau. Gut, den Beginn habe ich ja verpasst, aber das kannst du ja nachschauen. Ja klar, und ich stehe ja auch am Stand zur Verfügung. Auch mit der Demo dann? Ja klar, können wir uns angucken, ne? Sicher. Ja. Jo, dann glaube ich, sind wir fertig. Wunderbar. Ich danke euch fürs Kommen, fürs Zuhören, danke dir, fürs Zuschauen.